Die heutigen Daten zur Inflation in den USA waren höher als erwartet, aber nicht hoch genug, als dass die Fed jetzt unbedingt dann im November die Zinsen anheben müsste. Und wenn wir uns die Märkte anschauen, dann sehen wir den Dollar deutlich stärker. Wir sehen die Renditen steigen, aber die Aktienmärkte, vor allem der Nasdaq, also die Tech-Werte, steigen dennoch. Normalerweise ist diese Konstellation ja so, dass wenn Dollar und Renditen steigen, also Kapitalmarktzinsen, tendieren Aktien dazu zu fallen und umgekehrt, wenn Dollar und Renditen fallen, das was wir in letzter Zeit gesehen haben, dann tendiert der Aktienmarkt dazu zu steigen. Das ist heute anders. Wer lügt? Wer hat recht? Was ist da los? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Die Gemengelage, die wirklich widersprüchlich ist. Man sieht das sehr, sehr selten, dass wir einen ganz klaren Anstieg des Dollars haben. Euro-Dollar kommt deutlich unter Druck. Wir haben einen deutlichen Anstieg der Renditen, die zuletzt ja deutlich gefallen waren. Aber dennoch, die Aktienmärkte halten sich gut. Der VIX unter Druck, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Hier sehen wir mal die Daten, meine Damen und Herren. Wir sehen 0,4 statt 0,3 erwartet CPI. Und 3,7 statt 3,6 erwartet. Die Kernrate war zum Vormonat und zum Vorjahresmonat jeweils in der Erwartung mit 0,3 und 0,4. Also höher als erwartet. CPI, Core, also Kern ohne Nahrung und Energie, wie erwartet. Aber schauen wir uns mal die Erwartungen im Vorfeld der Daten an. Dann lagen die Schätzungen der Banken in Sachen zum CPI zum Vorjahresmonat zwischen 3,5 und 3,7. Es gab einen Ausreißer 3,9. Nur zwei Banken hatten 3,7, was dann ja faktisch der Fall war. Und die Headline CPI, die ja mit 0,4 reingekommen ist, da hat nur Piper Sandler diese 3,4 auf dem Zeiger gehabt. Also aber dann auch CPI zum Vorjahresmonat nur 3,6. Also man kann sagen, wir sind schon durchaus sehr stark am oberen Ende der Erwartungen reingekommen, ohne dass es jetzt der Wahnsinnskracher war nach oben. Aber es war eben alles andere als jetzt eine niedrigere Inflation und damit ist nicht das eingetreten, was das Goldilocks-Szenario von Goldman Sachs war, die gesagt haben, Mensch, ist doch alles schick, ist doch alles gut. Aber es ist bisher auch nicht eingetreten, dass sozusagen die Inflation jetzt diesen dovischen Fed-Trade zunichte machen wird, nachdem Fed-Mitglieder ja in den letzten Tagen oder einige Fed-Mitglieder ja gesagt haben, oh, der Anstieg der Renditen, der macht ja eine weitere Zinsanhebung wahrscheinlich überflüssig. Gucken wir uns mal ein paar Komponenten an, dann fällt auf. Wir haben Fuel Oil, wir haben Gasoline, wir haben Energy Commodities, die hier offenkundig stark beigetragen haben, was deutlich rückläufig war. Das waren zum Beispiel New Vehicles und Used Cars, also Gebrauchtwagen, neue Fahrzeuge. Es sind deutlich mehr Kategorien im Plus als im Minus. Das zeigt, dass das schon ziemlich allgemeiner Trend war, dass wir hier eine weitere Teuerung hatten. Und das, was Jerome Powell immer in den Fokus gerückt hatte einige Zeit lang, nämlich Supercore. Also die Inflation im Dienstleistungssektor ohne die Komponente Shelter, also alles was mit Wohnen, Unterkunft zu tun hat. Hier sehen wir einen Anstieg von 0,6, im August waren wir nur 0,4. Also das ist schon ein gewisses Alarmsignal. Natürlich haben wieder diese Shelter-Komponente, Shelter, also alles was mit Unterkunft zu tun hat, mit 7,2 eine Menge dazu beigetragen und manche sagen, naja, aber wir sehen ja, dass die Mieten schon wieder fallen. So ganz klar ist das nicht mit den fallenden Mieten. Sie steigen jedenfalls nicht mehr sehr deutlich, aber es ist eine komplizierte Datensituation. Hier sehen wir nochmal das vielleicht ein bisschen klarer. Obere Grafik, CPI zum Vormonat, also Inflation zum Vormonat, dann sehen wir hier dunkelblau, wenn Sie da ganz rechts mal gucken, das ist Service ex Energy, also ohne Energie. Hellblau ist Energie und wir sehen also wieder der Dienstleistungssektor ein gewisser Treiber. Und dann eben auch in der Kernrate vor allem ist der Dienstleistungssektor wieder der Treiber. Also das ist das Muster, das wir zuletzt gesehen hatten. Die gestrigen Erzeugerpreise hatten ja dann wiederum darauf hingedeutet, dass die Güter wieder teurer geworden sind. Also die Preise ab Fabrik, da sind vor allem die Güterpreise wieder deutlich gestiegen. Das könnte dann ein Vorlaufindikator sein, eben für die nächsten Inflationsdaten. Jason Furman, der schon praktisch eine Beraterfunktion in der US-Regierung hatte, der sagt, naja, die letzten zwei Monate waren wirklich gut, weil da die Core-Inflation doch nach unten zu trenden schien. Das ist jetzt vorbei, da muss man wirklich jetzt vorsichtig sein, sagt er. Also er rät hier zu weiterer Vorsicht und für den Konsumenten in den USA ist auch wieder Vorsicht angesagt.
denn das erste Mal jetzt seit 4 Monaten sehen wir wieder einen Rückgang der Reallöhne. Die Leute werden also faktisch ein bisschen ärmer. Es ist minimal und natürlich nicht so stark wie jetzt noch in 2022, aber die Leute, die leiden unter einer etwas höheren Inflation, als ihre Einkommen gestiegen sind. Und das erklärt dann auch vor allem, warum wir viele Komponenten sehen, zum Beispiel, wenn Sie hier rechts mal gucken, das sind Dinge, die relativ häufig vorkommen, wie zum Beispiel Transportation Inflation, also alles, was mit Transport zu tun hat, 9,1% zum Vorjahresmonat gestiegen, Rent Inflation 7,4%, Autoversicherung 18,9%, Autoreparatur 10,2%, Food Away from Home 6,0%, Meat and Poultry, also praktisch Fleisch und Hühnchen 4,8. Auf der linken Seite sehen Sie so einige Kategorien in den letzten 3 Jahren, also 2019 vor Corona noch. Da sehen wir doch schon sehr, sehr heftige Preissteigerungen und die Märkte, die Zinsswaps, die Fed Fund Futures, die sagen sich, naja, ob jetzt nochmal eine Zinsanhebung kommt, das ist eine ganz, ganz knappe Geschichte. Um 50% sagt man jetzt noch am Mittwoch, also am gestrigen Mittwoch vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten, war die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung, wann auch immer, nur bei 30%. Also wir sehen, da hat sich etwas getan an den Märkten und die Wall Street sagt, naja, also natürlich zu wenig, dass die Fed jetzt die Zinsen anheben muss im November. Und da kann sie jetzt erstmal ein bisschen die Füße still halten. Aber wie gesagt, wir sehen hier die Swap-Märkte, die sind sich da nicht ganz so sicher. Goldman sagt auch, ja, also wenn jetzt die Zahl CPI unter 0,3 oder nur 0,3 reingekommen wäre, wir waren ja bei 0,4, dann hätten wir eine Fortsetzung des Short-Squeezes gesehen. Es sind nach wie vor offenkundig einige Puts draußen. However, nochmal zurück, was zum Beispiel hier die Commerzbanker sagt, gemischtes Bild. Und die sind nicht besorgniserregend genug, um eine weitere Zinsanhebung auszulösen. Für eine klare Entspannung reichen sie aber nicht aus. Und man weist darauf hin, dass zwar hier eine gewisse Verlangsamung der Inflation der Fall ist, aber auf 2%, sagt man hier bei der Commerzbank, wird es nicht fallen, denn Faktoren wie Kosten der Klimapolitik, zunehmender Protektionismus, Alterung der Gesellschaft, also diese 3Ds, die lassen die Inflation doch relativ strukturell sein. Hier sehen wir nochmal Aussagen von Goldman, dass auch hier die Goldmänner erwarten, dass die Inflation nicht dazu beiträgt oder diese Zahl heute nicht dazu beiträgt, dass die Fed am 1. November die Zinsen anhebt. Die Wahrscheinlichkeit auf der November-Sitzung nur 7,4%, aber bei der Dezember-Sitzung 38,1%. Also immer noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im Dezember die Zinsen nicht anhebt, aber das könnte noch eine enge Geschichte werden, zumal heute die Core CPI, also die Kernrate, zum Vormonat zwar offiziell 0,3 war, aber eher am höheren Ende, nämlich 0,32. Das hat nicht gereicht natürlich, um aufzurunden auf 0,4, aber das war jetzt eben schon ein bisschen über der 0,3. Kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren. Wir sehen hier auch wieder ein etwas seltsames Bild. Wir sehen den Russell 2000 1,5% im Minus. Wir sehen den S&P mehr oder weniger unverändert. Wir sehen dann den Dow Jones mehr oder weniger unverändert. Nasdaq im Plus. Wir sehen den VIX, also die Vola, minus 3,5% auf 15,53. Da hat offenkundig kaum jemand das Bedürfnis, sich abzusichern. Angesichts der Ereignisse in und mit Israel ist das eine sehr mutige Haltung. Wir sehen, dass hier große Tech-Aktien wie Apple, wie Amazon, wie Nvidia es mal wieder rausreißen ein Stück weit. Daher der Nasdaq der beste Index und das, obwohl wir einen deutlichen Anstieg der Renditen sehen. Die 2-jährige Rendite jetzt wieder über 5%, die 10-jährige vorhin bei knapp 4,7%, als ich jetzt vom Rechner weggegangen bin. Das waren also 10 Basispunkte Anstieg. Also deutlicher Anstieg der Renditen und wir sehen den Dollarindex hier ab 14,30, plumps geht nach oben, wir sehen Euro-Dollar, plumps geht nach unten. Wie gesagt, normal Dollarstärke, Renditeanstiege nicht so gut für die Aktienmärkte, this time is completely different und wir sehen jetzt den Nasdaq in Relation zum S&P 500 praktisch auf dem höchsten Stand fast seit dem Hoch, dem Allzeithoch der Aktienmärkte in den USA im Jahr 2021. Oben sehen wir die Real-Yields, die Real-Yields, also die Realzinsen, wenn man so will. Und da gibt es ein ziemliches Gap. Normal, je höher die Realzinsen sind, und die sind heute wieder nach oben gegangen, weil eben hier die Renditen doch deutlicher steigen.
Umso schlechter für die Aktienmärkte, aber this time is different. Jetzt kommen wir zu etwas anderem, nämlich zu diesem schrecklichen Krieg in Israel. Volker Hellmeier sagt also, das wird eher eine kurze, aber harte Auseinandersetzung, weil dann die Diplomatie das Ganze schon richten wird. Okay, sehe ich komplett anders, aber wer weiß schon, wer recht hat. Aus meiner Sicht sind die Dinge viel zu komplex. Ist Israel so stark traumatisiert, dass das einzige Kriegsziel, das legitim ist, aus Sicht der Israelis jetzt sein wird? Wir müssen diese Gefahr ausmerzen, das darf nichts mehr anbrennen in Zukunft und wir werden so lange diesen Krieg führen, bis das garantiert ist. Das klingt dann nicht nach einer einigermaßen zeitnahen diplomatischen Lösung aus meiner Sicht, aber wer weiß, wir werden sehen. Hier sehen wir, dass jetzt die Briten zum Beispiel auch Kriegsschiffe und Aufklärungsflüge schicken in Richtung Israel, um den Israelis zu helfen, militärisch zu helfen, Aufklärungsflüge. Praktisch dann auch mit eben der Marine vor Ort zu sein. Und dann kommen zum Beispiel solche Aspekte, die jetzt noch kaum jemand auf dem Zeiger hat, aber ein kluger Kommentator auf Finanzmarktwelt, der gesagt hat, der Angriff eben der Hamas hat auch für Schweden wahrscheinlich bedeutende Folgen, da die Türkei weitgehend auf Seiten der Hamas steht. Also zumindest große Sympathie hat, das hat Erdogan ja sehr klar gestern formuliert. Das wiederum bedeutet, dass die Amerikaner wahrscheinlich nicht die Kampfflugzeuge F-16 an Erdogan liefern würden. Das aber wiederum war die Voraussetzung, dass die Türkei gesagt hat, okay, wir stimmen dem NATO-Beitritt Schwedens zu. Da muss ja eine Einstimmigkeit herrschen. Also wir sehen, welche Folgewirkungen, geopolitischen Folgewirkungen diese ganze Geschichte hat. Und jetzt haben wir heute gesehen, dass der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian, der wollte in Syrien landen, wollte da einen Staatsbesuch machen und darauf, kurz bevor er landete, wenige Minuten, haben die Israelis den Flughafen von Damaskus und auch von Aleppo bombardiert. Klare Aussage, klare Message der Israelis, wir wollen nicht, dass du da mit den Syrern jetzt hier dich triffst. Und dieser Außenminister hatte vorher gesagt, Israel begeht hier einen Genozid im Gazastreifen. Das ist kein Krieg gegen die Hamas, das ist ein Krieg gegen alle Palästinenser. Also wir sehen, das ist schon eine andere Dimension jetzt, sozusagen einen Flughafen im Ausland zu bombardieren. Das zeigt, dass immer mehr Länder in diesen Konflikt reingezogen werden. Da poppt hier wieder mal was Wunderbares auf, gell? Aber ich schwamm drüber. Und wir haben heute Aufrufe wieder für praktisch oder von radikalen Organisationen, die alle Araber und islamischen Staaten auffordern, sich hier einzumischen gegen das Blutbad und so weiter und so fort. Also wenn jetzt Israel dann wirklich in den Gazastreifen geht, also hier diese Operation durchführt, mit der eigentlich alle rechnen, dann haben wir aus meiner Sicht nochmal ein anderes Spiel. Das würde dann noch eine weitere Eskalation nach sich ziehen, weil die arabischen Nationen reagieren würden. Die Bevölkerung macht da Druck und würde sagen, wir müssen hier in irgendeiner Form unseren Glaubensbrüdern helfen. Ähnlich wie das Katar jetzt schon gesagt hat, die sagen also, wenn Israel so weitermacht, dann werden wir einen Ölboykott verhängen, also den Ölverkauf stoppen. Katar hat ja vor allem auch Gas, auf das wir vor allem wieder angewiesen sind. Da hat der Roberto ja damals sich ein bisschen verbeugt, gell, dass die auch weiter liefern. Und das könnte jetzt ein bisschen unschön werden, denn wenn wir uns mal die Gaspreise in Europa anschauen, dann haben wir jetzt einen Anstieg mal von eben 40%, alleine heute wieder 14%, auch gestern und vorgestern zweistellig angestiegen. Israel-Konflikt einerseits, aber auch jetzt dieses Leck, das offenkundig durch Fremdeinwirkung, durch Sabotage verursacht wurde zwischen Finnland und Estland bei einer Gaspipeline. Also das ist schon ziemlich scary, was da alles abläuft, muss man sagen. Und das schürt natürlich wieder Inflation. Deswegen vielleicht sagt ein EZB-Mitglied, hey, wir müssen jetzt die Bilanzsumme noch schneller reduzieren. Wir müssen Quantitative Tightening betreiben und alle Optionen prüfen, wie wir das am schnellsten machen. Auch wenn wir uns ein bisschen Sorgen machen um Italien, wie Wassler gesagt hat, denn wir sehen, dass die Risikoprämien ja für italienische Staatsanleihen im Vergleich zu deutschen Staatsanleihen, also der sogenannte Spread, deutlich angestiegen sind seit August, kann man sagen. Die EZB ist da in Alarmbereitschaft wegen Italiens Staatsanleihen.
Risikoprämien italienischer Anleihen gestiegen. Das ist gleich die erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Die zweite und vorletzte. Wir sehen jetzt, dass IKEA die Preise senkt, weil die Kaufkraft der Leute eben nachlässt. Die Geldbeutel sind so stark belastet, dass offenkundig IKEA diese Preise gar nicht mehr halten kann. Wäre wiederum deflationär. Geht uns ja alle an, weil bestimmt jeder von Ihnen schon mal irgendwie bei IKEA gekauft hat. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung. Saudi-Arabien und Russland zeigen Einigkeit und sagen, das ziehen wir durch. Die haben kein Interesse, uns das Leben hier leichter zu machen durch einen niedrigen Ölpreis. Die Russen brauchen einen höheren Ölpreis, um den Krieg zu finanzieren. Die Saudis haben da auch ein Interesse. Und wenn die ganze Geschichte weiter eskaliert, dann sind hier natürlich noch weitere Optionen denkbar, über die wir besser jetzt mal nicht nachdenken. Das ist die dritte Empfehlung. Morgen nochmal Videoausblick und Markeflüster, dann 2 Wochen Pause. Aber vielleicht mache ich, je nachdem wie die Situation ist, aus dem Urlaub das eine oder andere Video, muss ich ja mal schauen. Aber erstmal will ich auf diese 3 Artikelempfehlungen verweisen und empfehle mich jetzt aufs Allerherzlichste und sage Servus, ciao.